Als fixer Bestandteil des Enstaler Eventkalenders gilt seit nunmehr 32 Jahren das Hauser Schlossplatzfest. Bei bestem Wetter wurden die Gäste von den Hauser Gastronomen und Vereinen kulinarisch mit Spezialitäten aus dem Enstal verwöhnt. Wie ist es dazu gekommen? Es ist einfach so, dass sich eine Wirtegemeinschaft gebildet hat. Wir haben gesagt, wir wollen aber einfach einige nette Events im Haus machen. Und der 15. August war dann genau das Datum, wo man gesagt hat, da machen wir unsere Kulinarik, die wir das ganze Jahr in unseren Häusern haben, nach außen offen und zeigen den Gästen und auch den Einheimischen, was wir so bieten können. Es ist so, die Vereine sind eher zuständig für die Getränke und die machen irgendwelche Aktivitäten dazu. Und wir als Wirten sind noch fürs Essen zuständig. Wir haben zum Beispiel immer frische Bockhändl bei uns am Stand. Doch nicht nur wurde für das leibliche Wohl gesorgt. Auch musikalisch wurde beim Frühschopf mit der Trachtenmusikkapelle Pichl, danach mit den Ronstornern und den Kufsternern Zweißenbach einiges geboten. Am Abend brachte dann noch Kreiner Schwung die Menge in Stimmung. Hab ich nicht gleich erkannt, die Zeit mit dir zu zweit, fehlt mir in Wirklichkeit, wenn nur du kennst. Ich glaube, in der Region ist wichtig, wenn wir gute Veranstaltungen haben, wo eine Gaude ist, wo die Einheimischen auch kommen, dass man miteinander redet, mal Spaß hat und ich glaube, im Haus gelingt das sehr gut. Tagsüber konnten sich Kinder sowie Erwachsene ein tolles Rahmenprogramm freuen. Es wurde ein Schießstand aufgebaut, Pitpat konnte bei freiem Eintritt kostenlos gespielt werden, die Feuerwehrhaus präsentierte ihr neues Fahrzeug und die Naturfreundehaus organisierten eine Spieleolympiade für die kleinen Gäste. Naturfreundehaus war die Mentalität, wir wollen Kinder dabei haben. Und die Kinder, also die, was man jetzt da sieht, also wir haben die Olympiade, wenn man das so nennt, haben wir das gemacht. Bevor um 19 Uhr Kreiner Schwung die Bühne betrat, gab es noch eine Verlosung vieler Sachpreise, unter anderem eine Saisonkarte zum Skifahren und ein E-Bike. Die Gäste können natürlich unseren wunderschönen Blumenmarkt jetzt auch besichtigen und kriegen auch die Informationen, dass wir in den nächsten oder innerhalb der nächsten 3 Wochen tolle Events haben, was unseren Blumenschmuck betrifft. Sprich, wir haben die Siegerehrung der Flora 18, das ist der steirische Blumenschmuckwettbewerb bei uns im Haus. Das war gar nicht so einfach, dass einmal die ganze Südsteiermark zu uns aufkommt. Dann haben wir die Bundesgartenbautagung und den Bundeslehrlingswettbewerb für Gärtner, Floristen. Somit freuen wir uns nicht nur auf das nächstjährige Schlossplatzfest, sondern auch auf die kommenden diesjährigen Veranstaltungen in Haus im Enstal.